So, da sind wir wieder zur Zockerzone, spielt Dead Space und schau mich nicht an, ich weiß nicht, 52 glaube ich. Ich glaube 53. 52. Ja doch, 52, genau. Weißt du? 47 haben wir angefangen. Okay. 49, ja, Logo. Passt. Ja. Wie haben wir eigentlich die Grundschule überstanden? Jedenfalls nicht mit diesen Gedächtnislücken. Ja, wir haben gerade offscreen nochmal den Ripper weiter ausgebaut. Im Grunde ist er jetzt durch. Vollständig ausgebaut, es fehlen noch so ein paar Punkte bei Kapazität, aber das interessiert uns eigentlich eh nicht so. Ein paar überflüssige Teile, richtig. Also aber powermäßig, genau. Oh Gott, Erkan, oh Mann. Ja, das ist ein Wink mit Zaunfall. Uns wird gleich mal die Luft knapp sein. Aber das ist das einzige Gute, diese Passagen, die hört man so oder so nicht viel, also sind wir da gar nicht mal so gehandicapt. Have fun, my friend. Aber noch habe ich Luft, ne? Alles gut. Ja. Was sind das denn hier für Chemokugeln? Das... Nee. Ja, die kann man. Oh, ist das... Ja, wir müssen die ins Weltall rausschicken. Sind die verseucht? Ist das Uran? Was ist das? Ja genau, das ist eine Kontaminierung, das ist irgendwas Strahlendes. Und der Bordcomputer lässt uns hier erst weiter, wenn diese Kontaminierung behoben oder entfernt wurde. Das heißt, wir müssen jetzt diese Leuchtebällchen... Wie sie auch in der offiziellen Fachsprache heißen. Leuchtebällchen. Ja. Die müssen wir ins Weltall katapultieren. Ja, ich sehe bloß noch nicht so richtig. Und ich sehe das Weltall auch noch nicht. Wobei das ja eigentlich recht groß sein soll. Meinst du? Das kann ich mir jetzt gar nicht verstehen. So ist. Ja, aber. Ja. Wir müssen erstmal da runter die Luke aufmachen. Genau. Ich jump mal hier hin oder was? Und ich gebe den Tipp: Es kommen keine Monster. Das ist super. Aber okay, wo macht man? Du musst sie kaputt schießen. Das sind diese, wie diese Türen, weißt du, die, so kaputt, die du kaputt hauen kannst. Kann ich da treten, oder? Wahrscheinlich. Ja. Ich hätte jetzt wieder einen Ripper Blade geopfert. Das erinnert mich so ein bisschen an Alien 2. Oder Aliens heißt der Film. Genau. Ich sag jetzt mal genau, ich habe keine Ahnung, was du meinst. hier die Szene, wo sie nachher wieder vom Planeten zurück auf ihr Schiff sind, wo dann auch wieder die Queen mit dabei ist. Mhm. Wo sie die durch dann die Luke schießen. Genau, da kämpft sie doch mit diesem, ich sag mal, Gabelstapleranzug gegen die Queen. Ja, da gab's auch in Alien vs. Predator in dem Computerspiel. So, was soll ich jetzt tun? Luft wird knapp. Also bei diesen Dingen, die du gerade geschlagen hast, da war auch eine Air Station, ne? Also ganz gechillt. Jawohl, ja. Das geht aber jetzt gut mit dem Rüber. Da hinten, siehst du das? Das ist ein Gegner. Ja, nur damit du Bescheid weißt. Da musst du mich gleich nochmal navigieren. Behalte ein Auge auf deine Zeitrichtung. Ist das hier, ne? Oh, da ist er. Ja. Und der ist auch nicht so stark. Schau mal. Den kriegst du locker platt. Oh, ich habe gerade Angst gehabt, dass wir nicht aufnehmen, weil gerade so schön flüssig läuft. Perfekt flüssig. Ja, ne? Schau mal, ne? Wir hatten nochmal das Problem, dass die sich nicht so schnell wieder benutzen lassen. Ja, aber da wollte ich sie, glaube ich, auch innerhalb von 10 Sekunden wieder benutzen. Was du zu gierig sagst, ne? Ja, okay, dann hau die... Gegnertechnisch sieht's gut aus, ne? Ich halte ein Auge. Soll ich erstmal noch die Truhe holen? Hol die Truhe, genau. Das ist noch so eine Oxy-Station, das ist ja fair. Cool, also da kann man eigentlich echt keine... Atemknappheit haben. Ja, ich gehe jetzt nur noch auf Nummer sicher. Ich lege sie mir hin und zertrete. Oh ja. Und das ist auch ein Decker jetzt. Das ist ein Decker. War da auf die Truhe? Oh jemine. Der kommt aber ganz schön angeflitzt, ey. Wie ne Klinge hin? Ja, ist gut. Und was hast du in der letzten Folge angesprochen? Da merkt man wirklich, dass das mit der angesprochenen. Das war einer. Stopping Power, dass das mit der Waffe nicht so weit ist. Aber. Finde mich ja schon wieder gut, ne? Okay, hast du das gut gemacht. Wir haben jetzt noch nicht mehr so viel Stase, aber dafür brauchen wir sie auch. Perfekt, und Stase-Packs haben wir dabei, haben wir massig in der Bank, also... Ist so gut. Kannst du mal Luft holen? Ja? Jawohl, sie macht das auch mit. Ja, dann... So, was hast du noch an Loot? Ganz im Sinne der WM schießt man ein paar Bälle durchs Tor. Ole, ole! Aber Deutschland! Argentinien! Ohne Scheiß, ey! Alter, da habe ich mir ja vorhin in die Hose gemacht, ey! Das wäre so geil, das 4-1 gegen England und das 4-0 gegen Argentinien. Ich komme noch nicht ganz, so ganz klar komme ich noch nicht drauf. Oh, was war das? Ich habe keinen Plan. Was war das? Hä? Ich habe keinen Plan. Was ist das? Oh, Baby! Und was das wieder für Schaden macht, ey! Mann, das war mies, ey! Nur weil ich die Kugel angefasst hatte, wurde hier gleich was Neues. Das könnte schon sein, dass dann immer wieder mal mich doch. Oh, da hättest du noch eins. Ja, sehr gut gesehen. Oh, ich habe keine Luft genommen. Das passt aber. 30 Sekunden. Und dann hast du auch gleich eine unverbrauchte Station. Sehr gut. Jawohl. Die sind aber jetzt auch schnell futsch. Ja, und wenn dann die auch gleich abgetrieben. Ist super. Auch gut. So, jetzt ruhig Luft.
Und dann geht's nochmal an den Ball. Jawohl, ja. Cool. So, das erste Bällchen mal raus. Dann haben wir träge, ne? Okay. Verliere ich aber keine Energie dadurch, ne? Nee. Oh nein, jetzt wird's schlechter Witz. Guter Torwart. Ready. Radioactive Material. Okay, damit sind wir 1-0 gegen Argentinien vorne. Jawohl. Thomas so. Müller in der dritten Minute. Jetzt werft mir noch einen neuen Ball rein. Hier müssen noch ein Bällchen sein, Digga. Hier müssen einige Bällchen noch sein, oder? Wo sind die denn alle? Oder sind die schon durch das Ding automatisch rausgelaugt worden? Ich bin skeptisch. Da sind sie. Oh, vielleicht sollten wir doch die Telekinese mal ausbauen. Der Running Gag. Nein! Mario Gomez. Das war jetzt so eine Klose-Aktion. Jetzt, oh, das, das ist doch. Was ist denn hier los? Ey, ich träume hier mit Podolski aufs Tor. Vergiss nicht deine Luft. Oh, ich hab mich erschrocken wegen diesem verkackten Leichnam. Ja, das ging durch. Ja, hier, nimm! Mach das! Oh, halt mal Ausschau nach Gegnern, das könnte bald wieder der Fall sein. Warte mal hinhüpfen. Geht das? Natürlich nicht. Das sieht aber gut aus. Da, diese Fläche müsste gut sein. Perfekt. Kannst du gleich von hier oben runterschießen? Oh, was ist denn da gerade vom Himmel gefallen? Fuck your story. Dangerous Radiation. Achso, das ist jetzt nur in Bezug dessen. Oh, wo ist ein Loch da? So, jetzt halten wir hier. Er hat es nur gemeckert, weil wir in die Nähe des Ausgangs gegangen sind. Da sagt er nochmal seinen Text hier, dass wir erst den Kram entfernen müssen. Bevor wir hier durch die Tür schreiten dürfen. Das könnte doch was gewesen sein. Objective completed. Das heißt, jetzt könnte das Ding da unten noch recht. Warte mal, Lufthorn. Nee, du kannst direkt durch die Tür laufen hier. Wo ist sie? Hier, da wo du stehst. Ja, einfach hochlaschen. Genau. Und die ist noch rot. Okay, dann geh Luft holen. So. Da stand doch Objective completed. Der erkennt immer noch irgendwelche hazardous Geschichten. Ja, wir gucken gleich nochmal. Aber mit Luft lässt sich das echt ein bisschen gechillter. So. Da ist ein Bällchen versteckt er ja doch noch. Aber da stand doch Objective completed, oder? Die wollen uns echt natzen hier. Ja, vielleicht wollten wir das auch nur lesen. Das geht auch über den Wishful Thinking. Jawohl! Anpfosten! Mit Bande, zack! Nachladen. Ja, und jetzt ist da noch ein Bällchen? Das haben wir wieder nicht komplett, ne? Ne, diesmal kam nur wieder Radioactive Material Removed. Im dritten Mal. Was schaffe ich denn? Vielleicht weiß auch die andere Seite, wo die Tür ist. Die Linie? Die Linisch? Ach ja. Ich folge aber trotzdem mal. Genau. Ja. So, dann gehen wir einmal in die Ecke. Kann ja hier nochmal nachladen. Ja, und dann gehen wir hier hin. So, und ja, haben wir das Level ja geschafft? Ja, ich glaube, das Spiel ist fertig. Oh, das ist auch ein schlechter Witz, oder? So, ich gehe da oben nochmal an die Tür, oder was? Jump mal ein. Ah, da war noch. Schimmert das doch grün. Jo. Ich lade auch, glaube ich, mal nach. Keine schlechte Idee. Da gab es ja diese lustige Szene im Best-of in den ersten 9 Folgen, ne? Wo wir uns so dermaßen erschrocken haben. Treibt das Ding jetzt raus? Ja, soll. Oh, das will jetzt einfach so. Aber das sieht eigentlich nicht schlecht aus, ne? Und noch ein Tritt, glaube ich. Wehe. Bin ich behindert. Aber wir kommen da jetzt. Das ist langsam rausgedriftet. Okay, dann kann ich mal Luft holen. Safety Lock released. Yeah. That's so, jetzt da oben. Talking about, man. Grünes Lock. Blaues Lock, meine ich natürlich. Jawohl! Pam! Lies mal vor, was steht da? Shimura. Nee, ist das nicht das andere Schiff, wo wir gerade drauf sind? Das. Oh, was war das für ein Moschee? Ich sage jetzt mal vorsichtig, neuer Gegnertyp. Weil der ist so. Wollen wir erstmal looten? Könnte auch ein Questgegner gewesen sein. Ja, wie man sieht, haben wir jetzt schon 9 Ripper Blades in unserem Teil. Das ist schon mal ein Vorteil. Okay, Batterierätsel. Oh, Insta-Death-Geschichte. Safe Point oder was? Very much appreciated, I guess. Okay. Gott, das sah kurz wieder aus wie ein Monster. Ich krieg dir völlig recht. Was sagt denn jetzt der Timer?
Also, dann ist das großartig. Dann beenden wir doch die heutige Session an der Stelle. An einem Safe-Punkt. Ja, warte, was für ein Safe-Punkt. Lange nicht mehr. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt, Soccerzone spielt Dead Space. Tschüssi. Tschüss.